Guten Morgen, Leute, aus Köln. Ich bin gerade zusammen mit Kathi und mit. Guten Morgen. Und zusammen mit Eif unterwegs. Ja, was schaust du da, Eifi? Na? Wir sind gerade auf dem Weg zum Rhein, um da ein bisschen mit Eifi spazieren zu gehen. Denn das Wetter ist gut und das müssen wir ausnutzen. Unterwegs zu sein, ist dazu schon mal ein richtiges Training, ein richtiges Workout. Aber jetzt sind gerade doch ein paar Wolken leider vor die Sonne gezogen. Und sofort ist wieder richtig kalt, ne? Es ist leider doch noch Winter. Logischerweise im Februar. Aber ein paar Sonnenstrahlen fängt mal direkt an zu träumen. Und man wird so häufig auf Alfie angesprochen, alle wollen wissen, was für eine Rasse ist, wie alt er ist und so weiter. Und ich bin immer schon gewohnt, das direkt zu sagen, er ist ein Havaneser. Aber gerade eben wurde ich halt auf meine Kamera angesprochen, was eigentlich für eine Kamera ist. Und ich sage, er ist ein Havaneser. Aber jetzt haben wir ihn, glaube ich, auch ein bisschen ausgepowert und jetzt können wir ganz entspannt frühstücken. Mega geile Pancakes gibt es jetzt hier auf jeden Fall zum Frühstück. Und die sind tatsächlich noch besser als in den USA, oder? Hast du schon mal in den USA bessere Pancakes gegessen als hier? Ja, einmal. In L.A. in diesem Hotel, in dem wir auf dem Kelly-Trip waren. Da gab es so ultra krassen Pancakes. Wie ist das denn? Ich hab's auch vergessen, aber ich blende es euch hier kurz ein. Aber ansonsten sind diese Pancakes ja echt schwer zu toppen. Nur Alf interessiert es nicht so, Leute. Der ist irgendwie nur am Schlafen. Hä? Da ist keiner da. Niemand da. Guten Morgen, Paul. Morgen. Moin, ja? Keiner da. Ja, Mist. Ich hatte gestern noch, wen hatte ich gefragt? Ich hatte Thomas gefragt. Ne? Meinte, ja, der ist ja 14:30. Ja, ich habe auch gesagt, ja, Thomas, du sagst, ja, 14:30. Alles klar. Sorry. Ja, ich bin ein paar Minuten verspätet, Leute. Wenn jetzt jemand da ist, ich habe wirklich 100 Mal geklingelt. Hallo. Hier ist Nemo, seitdem ich gestern um Mitternacht gegangen bin. Ne, ich habe ultra lang gestreamt. Ja? Ja, ja, ja. 4,5 Stunden haben wir gestreamt. Hier ist noch Dizzy vs. Dinos. Hier ist er noch hier. Greenskin ist immer noch unten, Leute. Muss alles noch wieder aufgeräumt werden. Boah, Paul, ne? Ich habe so eine geile Idee bekommen. Ich war spazieren mit Alfie und mit Kathi. Ja. Und auch wenn ich das hier sehe, es hat nicht wirklich was damit zu tun. Also ganz leicht vielleicht. Ich kündige immer so viele Sachen an, weißt du? Und ich sagte immer nichts dazu. Ja, wird geil, da wird nichts. Aber ich sagte gleich, das wird ein Projekt, was viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Mhm. Aber es, glaube ich, sehr viel Spaß machen kann, was für uns beide ein bisschen neu ist. Okay. Wo ich nicht weiß, ob wir es schaffen. Aber was... Challenge. Ja, wird auf jeden Fall eine Challenge. Aber wenn wir es schaffen und es fertig haben, das Ding... Dann haben wir was ultra geiles. Also deswegen. Es hängt noch von einer anderen Sache ab. Du weißt okay. Von welcher, der wichtigen 25-Mate-Entscheidung. Ah, aber zu okay. So der kann ich euch vielleicht schon in den nächsten 2-3 Vlogs was erzählen. Sollte es klappen zumindest. Aber weil es hängt alles so ein bisschen davon ab, weißt du? Manche haben auch schon gesagt, ne, oh, ihr verkauft 25-Mate oder sowas. Nein, Leute, wir verkaufen nicht 25-Mate, keine Sorge. Aber wir haben schon was Großes für unsere Dimension vor, deswegen. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen schneiden. Goddammit, Leute, wir haben den letzten Vlog ordentlich fertig geschnitten. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, wie ihr sehen könnt. Wir wollten jetzt schon den heutigen Vlog anfangen zu schneiden. Und jetzt sehen wir gerade bei einigen der wichtigsten Stellen im Video ist der Ton aber weg. Also hier hört sich an hier. Ja. Das ist die ganze Zeit halt so. Mega nervig. Kann man nicht benutzen. Das heißt, der Vlog war bis jetzt viel kürzer, als ich eigentlich wollte. War vielleicht ein bisschen unzusammenhängend. Sorry dafür. Aber manchmal hat man irgendwie so Tage. Ich meine, ihr habt gesehen, was wir bis jetzt geschnitten haben. Ich hoffe, es hat halbwegs Sinn ergeben. Haben wir noch aufgeräumt hier alles, dass alles jetzt hier ordentlich aussieht. Jetzt kommt auch nochmal Katis Weihnachtsgeschenk viel besser zur Geltung. Falls ihr das nicht gesehen habt, checkt den Vlog von gestern aus. Aber ansonsten, wir machen jetzt morgen weiter. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben Pizza gerade bestellt. Ufo ist Mittagspause. 4-mal gibt es dieselbe Pizza hier. Und 3-mal sieht die auch in Ordnung aus. Da hinten auch noch. Und 1-mal sieht die halt irgendwie richtig scheiße aus. Nee, das ist Pizza. Komm. Ja, ich komm. Guck gerade, ich sehe nichts. Oh mein Gott, danke für die Pizza. Nicht auf die Tastatur, bitte, ey! Hör mal auf! Du hast uns die Pizza empfohlen, ne? Guck mal, wie die aussieht. Was ist das? Ja, das ist deine Pizza. Guck dir das an, was ist das? Weiß nicht, es sah gestern anders aus. Naja. Die ist aber lecker, glaube ich. Sieht richtig. Ist kein Fleisch. Ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, Leute, ich lade nicht mehr jeden Tag einen Vlog hoch. Und wer die ganze Zeit fleißig zugeschaut hat, der weiß auch, dass ich häufiger darüber gesprochen habe. Denn 2018 wird es keine Daily Vlogs mehr auf diesem Kanal geben. Es wird zwar so halb Daily Vlogs geben, im Moment mache ich ja jeden zweiten Tag. Manchmal wird es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber genauso Tage wie heute, wo halt eigentlich nichts super Spannendes, sage ich mal, im UFO passiert, die möchte ich nicht
unbedingt für euch dann immer als Vlog zusammenfassen, weil ich habe das Gefühl, da kommen dann einfach Vlogs am Ende bei rum, mit denen ich nicht zufrieden bin, die ich nicht so cool finde. Und keine Sorge, es wird bestimmt mal irgendwas Lustiges im UFO geben, was wir filmen und sowas. Sowas wird es immer noch weiter geben. Aber ich möchte einfach 2018 die Qualität steigern und deswegen wird es Tage geben, an denen ich nichts hochlade und dafür soll dann an den anderen Tagen eben natürlich die Qualität ein bisschen höher sein. Und heute ist eben so ein Vlog, so, der passt eigentlich nicht in das rein, was ich 2018 machen will, weil heute passt einfach alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Aber deswegen wollte ich das jetzt einfach mal so ein bisschen als anders nehmen, um euch das nochmal so genauer zu sagen, damit ihr alle Bescheid wisst. Und ich habe diverse Projekte, die ich euch diesen Monat hoffentlich noch alle erzählen kann. Und dieses Jahr wird richtig fett. Wir machen viele Sachen. Morgen haben wir ein ganz wichtiges Meeting. Und wenn das klappt, was wir da besprechen, dann wird es auch noch ein paar Reisen dieses Jahr geben. Und nicht nur Reisen zu irgendwelchen Orten, wo irgendwie jeder schon mal war und da irgendwie nur einen Vlog machen, sondern wirklich einfach interessante und spannende Themen. Und das ist eigentlich, was ich mit auf diesem Kanal möchte. Ich habe mir vorgenommen für 2018, dass ich einfach selbst wieder komplett zufrieden sein möchte mit den Videos, die ich mache. Und das erreiche ich, glaube ich, am meisten, indem ich Videos mache, wo ich irgendwie selbst mir denke, ja, da steckt irgendwie ein gewisser Mehrwert für euch hinter. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Ich meine, man wird es nicht mit jedem Video schaffen, aber das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Und unter anderem wird es 2018 natürlich wieder um Racing gehen und ich habe gerade die neuesten Entwürfe bekommen, wie das Auto aussehen soll dieses Jahr. Es bekommt natürlich auch wieder ein bisschen das Speakin Racing Design und es sieht schon so fett aus. Also wenn es auch nur halb so gut in echt aussehen wird, wie auf den Entwürfen, Leute, das wird krass. Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem ich euch das zeigen kann. Dann ist Paul jetzt nach Köln gezogen und in seiner Wohnung muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Vielleicht packen wir es auch nochmal in die Vlogs, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt es auf jeden Fall mal unten rein in die Kommentare. Dann steht bei 25 Made ein ganz, ganz wichtiger Schritt vor. Ich habe gerade eine Mail dazu bekommen und es liegt jetzt einfach nur noch an uns. Also Kathi und ich müssen jetzt entscheiden. Aber wenn wir das machen, wird das auch eine große Veränderung sein. Sehr wichtiges Thema, ein großer Schritt für uns. Und da möchte ich euch natürlich auch in den Vlogs ein bisschen mit hinnehmen, wenn ihr natürlich Bock drauf habt. Aber es haben eigentlich immer sehr viele von euch geschrieben, dass sie sich mal wünschen, dass ich irgendwie ein bisschen mehr davon von 25 Made zeige, wie es ist, wenn man so eine kleine Firma hat und so weiter, was da so dazugehört. Und das wird für mich persönlich dementsprechend dann auch 2018 einfach ein größeres Thema noch, in das ich mich selbst einfach noch viel mehr einfügen möchte, was 2017 bei mir nicht so gut ging durch die Daily Vlogs. Es ist auf jeden Fall für mich eine ungewohnte Situation, weil ich jetzt so mich daran gewöhnt habe, jeden Tag ein Video rauszuhauen für euch und jeden Tag die Kommentare zu sehen. Aber für mich persönlich ist es einfach wichtig, jetzt die Qualität nochmal ein bisschen nach oben zu schrauben und manchmal einfach zu sagen, nee, heute passt das einfach nicht, so einen Vlog zu machen. Mache ich lieber am nächsten Tag einen richtig fetten für euch. Deswegen nicht wundern, wenn an manchen Tagen kein Video kommt. Dafür werde ich versuchen, ein bisschen mehr auf Instagram aktiv zu sein. Das heißt, da könnt ihr in den Storys so auschecken, was alles passiert. Ihr könnt mir auch da einfach unter Felix Laden folgen. Und dann seid ihr so oder so auf dem neuesten Stand. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2018. Vielen Dank euch fürs Zuschauen heute. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns morgen und übermorgen wieder mit dem nächsten Vlog. Mach's gut. Ciao. Ach, schneidest du meine Pizza? Ja, ach so, ja klar, deine.